Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 51 Worldwide Games. Heute spielen wir Schweineschwanz. Und wir spielen mit Peter. Oder ich spiele mit Peter. Wieso heißt das Spiel Schweineschwanz? Hast du schon mal ein Schwein gesehen? Nö. Schweine haben Ringelschwänze. Und? Jetzt spielen wir Karten. Das war das Intro. Da wurde uns erklärt, warum das Spiel Schweineschwanz heißt. Das sieht nämlich aus wie ein Krickel von einem Schweineschwänzchen. Oh. So, Peter hat jetzt also hier rot hingelegt. Und ich muss jetzt hoffen, schwarz zu ziehen. Sonst muss ich den Stapel fressen. Und das sind wahrscheinlich Minuspunkte. Ich nehme diese Karte. Ja! Du Lacker! Ich werde jetzt mit Skill beweisen, dass ich wieder rot ziehen werde, indem ich das Ende vom Schwanz nehme. Ich werde den Schwanz verkleinern. Nein! Ja. Mein Skill ist belastend. Oh, du darfst dann nicht mal... Okay, ich dachte, dann dürftest du auch wieder anfangen, aber ich nehme dann einfach mal die. Ja, als Anfänger hast du natürlich... Alter, was? Was ist denn für eine Scheiße? Nehmen wir mal die. Und oh, was passiert, wenn ich da drücke? Ah, dann kann ich mir dann das nochmal angucken, was ich für Karten habe. Kann ich denn jetzt einfach die... Dreh eine Karte um? Wait, what? Oh, scheiße. Vielleicht hätten wir die Regeln doch noch ein bisschen weiter sehen sollen. Du kannst jetzt einfach eine von den Karten da drauflegen. Aha, siehst du, unter Farbe zählt dann doch Karo. Also nicht einfach rot und schwarz, sondern... Aha! Ich darf jetzt alles außer Kreuz... Oh, scheiße. Nein! Guck mal, voll gut. Ich kann mich die ganze Zeit bei meinem Shit bedienen. Ja, aber das heißt doch... Das ist ja völlig bescheuert, warte mal. Ja, das ist doch völlig bescheuert. Ach, okay, guck mal, das ist ja praktisch. Jetzt habe ich überhaupt gar keine Karten mehr. Das heißt, ich muss jetzt aber schnell gucken, dass ich meine Karten loswerde, indem ich dann so mache. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt könnte natürlich sein, dass ich dann alles fresse. Okay, hey, wie dumm ist denn das? Ja, aber vielleicht ist er dann doch ein bisschen taktischer, als ich dachte. Ja, nee, am Anfang ist easy. Boah. Nehme ich nur einen? Ah, komm, einmal kitzeln geht noch. Jawohl! Ah, du alter Lacker, du! Ah, nehme ich auch noch einen? Nee, ich nehme keinen mehr. Ich muss hier meine Karten loswerden. Oh, Pick. Ich wüsste gerne... Oh, scheiße. Warte mal, was haben wir denn? Ja, guck mal hier, Dame auf Dame, das geht. Hä? Hast du gerade die gleiche Farbe da drauf gelegt? Hattest du nicht Pik da liegen oder hast du Kreuz da hingelegt? Weiß ich nicht, ich glaub Pik. Na scheiße, ich dachte, ich hätte extra drauf geachtet. Oder musst du die Karte, musst du auch noch auf die Karte achten, die nicht ich gelegt habe, sondern, oh mein ja, Gott, vielleicht haben, hätten wir ja, doch mal aufpassen. Einfach, nein, ich habe aufgepasst im Intro, die haben nur von Farben geredet, ich schwöre. Ich lege jetzt Kreuz, ja, weil da liegt Pik. Ja. Ja, das ist cool. Und wenn ich jetzt wieder Pik da drauf lege, oh nee, warte mal, ich habe keinen Pik, ja, schade. Mich würde interessieren, wenn ich jetzt Pik drauf lege, wenn ich dann den Stapel kriege, dann... Warte, ich lege jetzt mal Herz. Ja, wow, du hättest Pik legen müssen. Ja, du kannst jetzt wieder Pik legen. Ich habe aber keinen Pik. Nicht Pik, Karo. Ja, Pik war ja die Ursprungskarte. Das ist die, die wir nicht da drauf gelegt haben. Nee, das hat damit nichts zu tun, glaube ich. Okay. Ich lege jetzt hier... Hä? Nein! Ich hab alle Karten. Ja, okay. Geht. Nein! Nein! Okay, jetzt müssen wir Karten loswerden. Das ist total bescheuert. Das Spiel geht ja jetzt unendlich lange. Na, weiß ich nicht. Ja, wobei. Kevin, wir können jetzt erstmal wieder alle unsere Karten loswerden und dann muss erst wieder eins aus der Mitte gezogen werden. Ja, aber dann ziehst du ja alle, die da liegen. Irgendwann. Oh mein Gott, du hast absolut recht. Also. Irgendwann wird einer und ich glaube, nee, du hast weniger Karten als ich, oder? Ja, das heißt, ich habe das Problem. Du musst zuerst gleich eine Karte ziehen. Und da muss ich hoffen. Und du siehst die ganze Zeit meine Karten. Das heißt, das hast du ja zum Glück nicht, aber wenn du jetzt eine, also du könntest darauf spielen, ja, dass du hast ja noch drei unterschiedliche, also naja, genau. Kann ich nichts machen. Du könntest jetzt Karo legen und ja. Damit. Ja, genau. Scheiße. Oh ja, aber alles gut. Ach, guter. Oh nein. Oh, jetzt bitte nicht. Ja, leg die.
So, jetzt wird es eng, Junge, jetzt wird es richtig. Huiuiui, huiuiui, das Kringelschwänzchen ist schon richtig klein geworden. Okay. Wer kriegt jetzt richtig viele Karten? Okay, oh, bei mir ist doch alles cool. Okay, wir haben insgesamt haben wir nur noch 5 Karten hier liegen. Boah, ich fühle das Schwänzchen, das ist schon am Vibrieren. Vibriert das bei der Karte? Ja, ich glaube schon. Dein Schwänzchen, ja, bei der nicht. Das ist gut. Ja! Nein! Karo, Karo. 4 Karten. Ich weiß überhaupt nicht, ich hätte jetzt mal Karten zählen sollen, wie viele noch drin sind. Gibt's noch Karo drin? Gibt's nur noch Karo vielleicht? Oh, das wird belastend. Welche von den 4 nehme ich? Nehmen die unten links. Yes! Wait, das war oben rechts? Ja, nee, aus meiner Perspektive war unten links. Okay, dann nehme ich unten links. Yes! Alter. Das steht das Schwein bei dir auch auf dem Kopf? Nee, mir steht das richtig auf dem Kopf. Oh, 2 Karten. Wahrscheinlich kommt das sogar aus, denn eines Kreuzen, das andere ist Karo. Ja, wahrscheinlich. Du hast jetzt schon jetzt da mit kein Karo, ey. Das wäre so geil, wenn das Karo. Ja! Nein. Hey, was passiert denn jetzt? Unentschieden? Remi? Wow! Geil! Das ist aber irgendwie ein geiles Spiel. Hätte ich das mal machen können. Das ist echt ganz witzig. Okay, 0-0. Ja, schließen. Okay, next. Ja, Rematch. Man konnte sogar Einstellungen vornehmen. Man kann theoretisch verbieten, dass man seine alten Karten legen kann. Aber da ist schon ein wichtiger Punkt. Alter, diese Musik da. Ja, okay, das ist ja billig. Ach, komm schon. Ja, ich mache hier einfach jetzt kleiner. Gut gemischt bestimmt. Boah, wir sind on a row, Junge. Kein Karo, kein Karo, kein Karo. Ah. Fuck! Da können wir frei aus der Seele spielen. Ich glaube, ich habe es vorhin einfach echt verkackt. Mal einfach sagen. Easy. Oh nein, jetzt bin ich ja wieder im Random drin. Oh mein Gott. Oh yeah, baby. Die. Nein! Oh. Schön, dass dann auch immer dieses... Ja. Das Schweinchen ist zu viel gekitzelt. Ja, wer hat dieses Spiel programmiert? Das ist ja einfach nur der Shit. Ja, easy. Ich mache nur random mit, kein Ding. Komm schon. Achso, du hast noch eine andere Farbe mehr, dammit. Ja, ja. Niki Biki like. Ah, sehr gut. Ach, fuck! Ach, komm schon. Nein! Ja! Nein! Du mieses Schweinchen! Vor allem am Anfang kriegt man ja auch nicht so viele Karten. Das heißt doch bestimmt auch wieder anders. Das heißt doch niemals Schweineschwanz. Schweineschwanz. Ah, easy. Hm. Ich muss sowieso vor dir ziehen, aber ob ich die jetzt ziehe... Ja, aber du bist halt zumindest wieder jetzt, los, deine Karten. Ob ich die jetzt alle kriege... Ja, aber wenn ich die jetzt alle kriege, weil ich random da drauf lege... Oder ob ich die danach kriege, weil ich random da drauf lege, ist ja eigentlich egal, oder? Oh, jetzt nicht die falsche wieder nehmen. Okay, alle weg. Und Peter kann jetzt immer antworten. Kein Herz. Ja! Ja. Hey, da musst du jetzt mal ein Herz kommen. Nein. Alter. Na, Kreuz. Oh, nein. Ja! Nein. Oh, shit. Ja. Scheiße. Ja, das ist jetzt ein Problem für mich. Ach, yes! Scheiße. Yes! Ich nein. Hab gewonnen! Schweineschwanz. Lol, du kriegst sogar alle... Lol.
18:1. 18:1, das ist ja ein Stomp gewesen hier. Wobei 1 gut ist. Dammit. Ja. Nummer 1. Okay, noch eine? Ja, mal einen können wir noch. Eigentlich ist das ganz lustig. Außer wenn du jetzt gewinnst, dann müssen wir noch eine machen. Okay. Beende Spiel, was? Beende Spiel mit den wenigsten Karten. Hier fangen wir mit an. Mit dem König. Ass. Oh, hast mich sogar noch übertrunken. Oh, fuck me. Das war jetzt hardcore belastend. Ass. Egal. Also ein paar Karten zu kriegen ist ja nicht so das Problem, Mann. Ach, komm schon. Jo! Ach, komm schon! Oh, das sieht nicht gut aus für Peter. Ja, aber du hast ja nur so ein paar Karten. Das geht ja noch. Weil du kannst ja jetzt immer schön ablegen. Ja, das ist richtig. Ich darf halt nur kein Pech haben. Nee, ich meine, kein Skill beweisen. Nein! Sehr gut. No! Ah, starten wir wieder mit dem König, so wie sich das gehört. Boah, er hat nur zwei unterschiedliche Farben. Mhm. Immer mal nicht. Ich werde getrickst. Ha! Na, das war jetzt nett. Ja. Okay, pick, machen wir pick, wieder das pick, Schweinchen pick. Kleiner. Kein jetzt. Pick, kein Pick, kein Pick! Jetzt! Yes. Scheiße, was ist denn noch mehr da drin? Weil haben wir jetzt. Wir haben super viel Karo abgelegt, bestimmt. Ach, shit. Ja, wir haben. Da ist noch Karo drin. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Ja! Nein! Ach komm, was ist denn? Ja, wobei, da waren nur drei Karten, das ist okay. Ja, komm. Ach, Herz. Nein! Ja, Karo ist langsam mal raus. Nein! Nein, da war doch Karo! Ach ja. Scheiße, wenn ich jetzt mal wüsste, wie viele Karten wir beide haben, dann könnte man auch einfach random weiterziehen und dann gucken, einfach ausmachen, sozusagen. Oh. Aber warte mal, Herz haben wir doch auch super wenig gehabt bisher. Ja, Pik hatten wir sau viel. Na, Hupschut! Ich wollte einfach gamble! Scheiße. Ja, und jetzt zieht der Karo hier, ey. Scheiße. Wir hatten mehr Karten. Hast du mehr Karten als ich? Weiß ich nicht. Steht das da irgendwo, wie viele Karten man hat? Nee. Nee, ich könnte zählen bei dir. Wie viele Karos hast du? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das geht immer so schnell. Oh, nicht verklicken mich jetzt hier. Ich glaube, du hast mehr Karten als ich. Ja, das befürchte ich leider auch. Vorteilsposition. Außer ich ziehe jetzt gleich noch mit Nachteilsposition. Ich müsste Glück haben gleich dann beim Random. Das kann sich alles nochmal ändern. Problem ist, ich muss gucken. Eigentlich muss ich gucken, dass ich kein Karo mehr da drauf lege, weil das ist schon super viel Karo weg. Da kann eigentlich nur noch. Boah, was kann denn da noch sein? Was ist unter diesen zwei Karten? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, was die zwei Karten sind. Dann könnte man wissen, was das ist. Scheiße. Ja, Motherfucker. Okay. Herz. Okay, du kannst in jedem Fall, egal was ich jetzt da hinlege, legst du das drauf. Ja, was ist jetzt unter dieser Karte? Ist da Pik drunter oder Kreuz? Aber kann ich ja gleich noch überlegen. Okay, jetzt ist echt entscheidend. Nehme ich Pik ist unter der letzten Karte? Oder nehme ich Kreuz? Wenn da jetzt Karo drunter ist, schrei ich. Boah, ich glaube, da ist Herz drunter, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist Kreuz drunter. Na, da ist ja der Karo drin! Oh Mann! Scheiße!
Aber das Spiel ist, also das Spiel... Schweineschwanz. Schweineschwanz. Finde ich eigentlich super lustig. Also ist ja, ganz ist echt cool. Das ist auch so ein Ding, cool. Das hätte man auch im Unterricht spielen können, finde ich. Ja. Ja, Peter hat mich eindeutig 2 zu 0 besiegt. Ja. Oder 3 zu 1, je nachdem, wie man erzählt. War sehr lustig. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Dann auch 21 zu 1. 18. 18 hatten wir vorher. Genau, 21 zu 1, 3 zu 1 oder 2 zu 0. Wie du möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.